Christian! Christian Gumbert hier, bisschen nass geworden. Ja, wie sieht's in dir aus? Alles fein? Ja, soweit. Ich bin überglücklich, stolz auf die Mannschaft. Die haben umgesetzt, was ich wollte. Ultra glücklich, dass wir das Ding daheim gewonnen haben. Ja, was war der Matchplan heute gegen Hessen? Druck machen, dass die zu keinen einfachen Ausstiege kommen. Hat geklappt. Wir haben außer die Dietrichs und der Marvin haben nur einen abgepunktet. Und ich glaube, weil die Mannschaft die Stühle gestoppt haben, haben wir das Ding gewonnen. Und wie wird jetzt gefeiert? Mit Bier, die über 16 sind. Okay, viel Spaß noch. Ja, Patrick, nach dem Gewinn des JLP-Titels, wie schaut's aus? Ja, geil. Also mit der Truppe das zu gewinnen, also ist einfach unbeschreiblich gerade. Ja, schön. Und du hast ja auch einen riesen Anteil gehabt, wichtige Schüsse getroffen. Wie geht's weiter jetzt? Feiert ihr noch schön? Auf jeden Fall, ja. Okay, ich danke dir, gell? Ich muss hier auf Rollstuhlniveau. Wie schaut's nach dem Sieg? Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, du bist ja so ein kleiner Klugscheißer, ne? Du hast schon gewusst, dass es drin ist heute, oder? Ja, erwartet haben wir es nicht. Eigentlich war unser so Ziel so Halbfinale. Ja. Natürlich, wo wir dann gestern natürlich zwei Siege geholt haben, wollten wir natürlich heute auf jeden Fall ins Finale und das Ding gewinnen. Wie groß war dein Anteil? Du hast ja ziemlich viel Gas gegeben heute, oder? Das ist eine Mannschaftssache. Wir haben alle 11 Mann dafür gekämpft und ich denke, das war eine Teamleistung. Ja. Wie geht's jetzt weiter? So, wird ihr so ein bisschen gefeiert? Auf jeden Fall. Ja, okay. Gut. Ja, Tim, der Three-Peat hat nicht geklappt. Woran lag es heute gegen starkes Team aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz? Also ich würde sagen, sie haben halt sehr viel Druck gemacht und haben ihre Schnelligkeit genau ausgespielt, was wir halt eben, wir sind nicht nur damit zurechtgekommen. Wir haben die Presse nur teilweise schlagen können und das hat uns zum Großteil das Knick gebrochen. Ja, es hat so ausgesehen, dass ihr es immer wieder probiert habt mit langen Würfen über die Zone bzw. die Mittellinie. Haben die gut Druck gemacht, gepresst? Ja, die haben halt gerade durch ihre Schnelligkeit haben die gut gepresst und wir kamen auch nicht zu guten Blöcken und deswegen muss halt der lange Pass über die Zone gehen. Der hat ja zum Teil auch funktioniert, dann konnten wir es ausspielen, aber zu großen Teilen halt auch eben nicht und das ist halt... Ja, dann hat die Presse bei denen gut funktioniert und bei uns halt das Pressbreak nicht. Okay, ich danke dir. Leider hat es nicht geklappt heute im Finale. Hätte der dritte Titel nacheinander sein können. Was lief heute aus deiner Sicht nicht so gut? Also die Baden-Württemberger haben total stark gespielt. Die haben eine richtig gute Presse gemacht. Das war auch das, was, wo wir ein bisschen Respekt vor hatten, beziehungsweise gedacht haben, wenn sie das machen, dann wird es schwierig für uns. Und was natürlich auch schwierig war, auf diese Presse konnten wir uns jetzt das ganze Turnier nicht wirklich vorbereiten, weil uns niemand anders gepresst hat. Sie haben dann sogar sehr spät damit angefangen, aber wie gesagt, das haben sie gigantisch gemacht, das haben sie super gemacht. Und was wolltet ihr heute machen? Was war euer Gameplan für das Finale? Wir wollten eigentlich besser aus der Presse rauskommen, die wir, wie gesagt, erwartet hatten. Wir wollten gerne vorne unsere Stärken ausspielen. Wir haben halt mit Marian und Sven und Tim immer zwei sehr lange und die Baden-Württemberger sind sehr kurz. Wenn man allerdings halt gar nicht überhaupt in die Position kommt, dann funktioniert in dem Sinne der Gameplan ja auch nicht mehr. Ich danke dir.